Es ist Mittwoch, der 13. Mai. Ich begrüße euch herzlich aus dem tiefen Wald vom Emmental. Ich lese aus dem 1. Thessalonicher 2,13. Paulus sagt dort: Wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Über die Ostertage von diesem Jahr war ich in Israel, kurz vorher sogar noch in Jerusalem. Und mir ist aufgefallen, wie viele orthodoxe Juden an der Klagemauer stehen und beten und hoffen, dass der Messias irgendwo auftaucht. Wie Katholiken überall aus den heiligen Orten noch heiligere Orte gemacht haben, wo man etwas sehen kann, anrühren kann. Und nachher auch ein Souvenir kaufen, wie die Muslime darum kämpfen, dass die, wie sie es nennen, religiös besetzten Gebiete aufgeben werden und schlussendlich dem muslimischen Reich werden Raum schaffen. Und die Protestanten kommen dann noch in die ganze Szene rein und sagen, es ist eh alles etwa das Gleiche. Das sind die Gottesvorstellungen, die wir haben. Und auf diese Art möchten wir unseren Gott, jeder auf seine Art, eben zum Leben erwecken. Ich habe es gar nicht so gemerkt, dass ich kein Osternest hatte über diese Tage. Aber jetzt finde ich zum Glück hier eins, noch etwas zum Nachholen. Super, hier jetzt im Wald. Und komme jetzt doch noch dazu, Eier zu dutschen. Und wenn ich über die ganze Sache so nachdenke, tue ich zu ihm, nichts gibt das, was ich vorhin geschildert habe, so gut wieder, wie unsere Art, Eier zu kochen und nachher an der Ostern zu dutschen und aufzutun und zu verzehren. Was der Paulus Menschenwort nennt, die gekochten Eier eben, das ist das, was wir können. Wir können Gott probieren, lebendig zu machen, heilig zu machen, erfahrbar zu machen, mit all der Gattung sakralen Sachen und Dschihad-Vorgängen. Aber es ist ein gekochtes Ei, es ist nicht ein Leben drin. Und Paulus hat gesagt, nein, so war es an Ostern nicht und so war auch meine Predigt nicht. Meine Predigt ist nicht ein Ei, das man aufschlägt und dann ein bisschen Salz drüber streut und dann verzehrt, sondern was ich predigt habe, das schläuft nachher aus. Da ist nachher Leben drin. Das kann man nicht kochen, sondern das muss man eben ausbrüten. Das ist nicht ganz das Gleiche. Wir hatten im Verlauf unserer Reise viermal Gelegenheit, messianische Gemeinden zu besuchen. Das sind jetzt nicht die ausgekochten Eier, sondern das sind die Gemeinden, die der Heilige Geist zuerst selber brütet hat, bis die Wahrheit bei ihnen durchgebrochen ist und auch wirksam geworden ist. Und das sind für uns wunderbare, sehr einschneidende Erlebnisse und Erinnerungen bis heute gewesen, zu sehen, wie das Leben eben ausschläuft, dass Osterleben dann geboren wird in Menschen, die nachher nicht mehr irgendetwas Sakralem nachrennen, sondern die wirklich den lebendigen Gott haben lernen kennen und in ihm erweckt sind. Wenn die Schalen abgeht, wenn das Bideli ausschläuft, wenn es plötzlich am Licht draussen steht und sagt, wie habe ich so viel lang in dieser Schale hocken, das haben wir gehört im Zeugnis von einer alten Frau. Sie ist als Holocaust-überlebende Polin, als Jüdin auf Israel gekommen, ist nie über ihre Geschichte hinweggekommen, hat ein Schlägli gehabt, ist nachher taub geworden und stumm. Aber nachher, als er eine messianische Jüdin immer Psalmen vorlesen und ihr gesungen hat, ist plötzlich das Leben in sie zurückgekommen und wie durch ein Wunder hat sie wieder anfangen zu reden. Sie hat erkannt, Jesus ist der Messias. Sie hat den Menschen, die ihr und ihrer Familie so viel zu leid hat, können vergeben. Und sie ist nachher in den tiefen Frieden von Gott hineingekommen. Das ist eben Ostern. Es ist das Wort, das Leben wirkt. Es ist nicht einfach nur das Kochen. Nein. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.